Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Animations Throwdown. Wir gehen jetzt in die Herausforderungen und schauen uns unser Down of the Challenge. Was war das jetzt nochmal? So, und da haben wir wieder diesen hässlichen Puter. Dieser grottenhässliche Puta. So, und da haben wir der Tina. Die Künstlerin. Ja, noch eine Ringenkarte hinterher. Und das war's. Die Künstlerin Tina hat ihr schönes Bild gemalt. Und dabei ein bisschen um sich geschlagen. Ein bisschen hohl gedreht, ja? Aber na gut. So, Stufe 19. Gucken wir mal, was jetzt kommt. Aktuell jetzt gerade mal nichts Gescheites. Amy? Naja, komm, bevor da aus der Linda irgendwas gemacht wird. Oh, die mal gleich weg da. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob da was kommen könnte, aber mir ist das so ganz recht. Was weg ist, ist weg. So, jetzt haben wir noch die Anal entstellt. Jawohl, das war's. Auch den hässlichen Puter haben wir gerupft. So, weiter. Es geht weiter. Weiter, Bob's Burgers. So, dann haben wir hier gleich mal die Roller Derby Haley. Und den Bob. Wieder unsere Favorite Combo. Und das war's. Ja. Noch vier. Oh, guckt der Böse. Oh, guckt der Böse. Ich glaube, der ahnt schon, was da auf ihn zukommt. Oh, jetzt Dan. Der boxt wenigstens gleich schon mal um sich. Ja, und die Louise. Auch der Kampf ist jetzt schon beendet. So. Down of the Pack. Challenge, die Down of the Pack Challenge. Stan mit dem Fusel. Machen wir hier gleich mal den betrunkenen Stan draus. Und auch das jetzt hier wieder ist vorbei. Ja. Tina. Jo, das war's. Das war's jetzt schon gewesen. Das geht so schnell. Naja, es wird schon noch früh genug schwer.
Ich weiß das. Ich kenne das. Jo. Was machen wir denn da jetzt? Spielen wir als allererstes mal im vitruvianischen Menschen. Könnten wir den Phantombildzeichner, den Truthahn-Handabdruck oder die Künstlerin Peggy. Machen wir den Truthahn-Handabdruck. Der ist auch stark genug, um das Ding hier gleich alleine zu beenden. Ah, da kommt noch eine Roller Derby Haley. Ich finde die cool. Find die richtig cool. Eine geht noch. Das ist die schwächere Amy. Dann nehme ich lieber die Tina dafür. Sollte. Was war denn jetzt das? So, also dann hier gleich mal. Pushen wir nochmal hier die Künstlerin. Und jetzt beenden wir den Kampf. Ja, war ja jetzt. Naja. So, ab wann kriegen wir denn hier irgendwas? Ich denke, ich glaube, ab Stufe 50 wird's interessant, ne? Sind wir bei Stufe 25. Vierhundert, ne? Frage ich mich, wie das funktionieren soll. Ja, was Consuela anbelangt, kann ich euch schon mal sagen, Level 50 muss man erreichen, ja. Das ist nicht prickelnd, ne? Mit der Consuela da. Warum nicht? Wenn man in der Arena nämlich die nicht bekommt, die Hero Tokens. Schon einige Arena-Fights gemacht. Viel fehlt mir nicht mehr. Guckt's euch an. 12 Fights. Die mache ich jetzt noch schnell. Und dann haben wir aufgelevelt. Also, bis gleich, macht's gut und tschüss.